Und willkommen zurück zu Let's Play Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Wir haben uns beim letzten Mal schon an der Steuerung dieses U-Boots versucht. Ich versuch's nochmal. Da müssen wir rein. Ich weiß nur nicht genau, wie es gehen soll. Scheinbar muss ich ja auch irgendwie tiefer. Ich bin ja viel zu hoch. Muss ich noch mal gucken. Kommst du nicht mit? Ich bleibe hier und pass auf Schneewittchen auf. Stört mich gar nicht, dass die gar nicht mal mitkommt. Kann ich allein rumtun? Da. Drücke großen Hebel. Wunderbar, glatt abgebrochen. Ja, du bist ja ein Held. Ach. Bestimmt. Ah, die Tiefe des U-Boots. Na super. Vielleicht da drin benutzen. Passt nicht ganz. Benutze Holzstift mit Hebel. Klappt nicht. Mist. Ah, den Pömpel. Benutze Pömpel mit. Ja, er passt. Drücke, ziehe. Oh, das ist jetzt aber sehr tief. Ich crashe hier gleich alles höher. Hoch genug, das Wasser draußen zu halten. Wie ist sowas möglich? Willkommen in Atlantis, Indy. Ist das wieder sowas, wo sich die Augen an die Dunkelheit gewöhnen? Ja, ich glaube schon. Ich meine jetzt hier die Treppe erkennen zu können, hier irgendwie was. Keine Ahnung, aber vielleicht auch nicht. Dunkel, ne? Nimm deine Hände weg da, Jones. Jones? Hey, sie sind nicht Indy. Hilfe, Indy! Patsch! Schleif! Indy! Sophia? Steinding. Da komme ich nicht dran. Wieso nicht? Dann alles, wo du nicht drankommst mit der Peitsche, da komme ich nicht dran. Warum denn nicht? Ah, okay. Da, guck mal hier. Ah, es wird wirklich etwas heller. Ah, seht ihr? Ah, man kann immer mehr erkennen. Dann schau es dir wenigstens an. Ich kann nicht schauen. Ich kann nur berühren. Ach, es ist ja dunkel, da kann man ja auch nicht schauen. Fühlt sich an wie ein steiler Anstieg an. Benutze steilen Anstieg. Mit Peitsche. Das klappt so nicht. Dann benutze Peitsche mit Steinding. Da komme ich nicht dran. Ah, seht mal, ich kann... Aber hier ist doch bestimmt sowas. Please insert Perle hier, oder? Oh,
was ist das denn? Berühre Holzding. Fühlt sich wie eine Leiter an. Nimm was doch mal mit. Das Leiterchen, das passt doch. Benutze Leiter mit steilen Anstieg. Zack, die Leiter steht. So. Berühre Metallstück. Fühlt sich wie eine Metalltür an. Dann öffne die mal. Diese Tür kriege ich von Hand nie auf. Was ist das denn hier? Ach, die Steinscheiben. Fühlt sich an wie... Ah. Mondstein und Weltenstein. Nein, du sollst das benutzen. Es ist zu dunkel dafür. Mich jetzt verkackeiern? Fühlt sich wie eine Schachtel aus Stein an. Dann mach mal auf. Sie ist offen. Das ist ein Metallstab mit einer Öffnung an einer Seite. Nimm. Was ist denn das? Ah, benutze... Das ist bestimmt irgendwie eine Taschenlampe oder sowas. Ah! Sophia, wo bist du? Kerner muss sie sich geschnappt haben. Ach, das waren bestimmt die Atlantianer. Da, guck mal. Ach, ist das cool. Aber kann man sich nirgendwo was einstürzen? So, jetzt kann ich das aber, die Steinscheiben. So, ja, wie war das nochmal? Ich, untergehen oder aufgehende Sonne? Ich muss doch nochmal nachgucken, verdammt. Ja, ich weiß. So, wenn der Abend, also untergehende Sonne, wenn der helle Morgen die dunkle Nacht bricht, und, okay, ich versuch's mal aus dem Kopf, wird wahrscheinlich nichts bringen. So, Mittagssonne, was war jetzt da? Die untergehende Sonne war das, glaube ich, ne? So, die Nacht, der helle Morgen, die dunkle Nacht bricht. So, das war, glaube ich, der abnehmende Mond, zack. Das hat nichts gebracht. Wie? Wie? Verstehe ich nicht. Willst du mich jetzt verkackgeiern? Das ist eine Statue. Ach, wirklich? Verstehe ich jetzt nicht ganz. Ich hab doch... Oder bin ich jetzt doof? Ja, ja. Ich guck nur gerade. Nur die Andersgesinnten kamen rein. Der schwindende Mond die Stadt vor Dunkel schützte. Abnehmender Mond an der Stadt. Morgen, dunkle Nacht. Oh, ich mag diese Rätsel echt. So, untergehende Sonne, Nacht, der abnehmende Mond. Wenn der helle Mond die dunkle Nacht durchbrach. Okay, die Andersgesinnten vielleicht jetzt. Statue hat sich geöffnet. Ah! Guck, wenn ich jetzt einfach immer das Gegenteil mache, die Andersgesinnten halt. Ah! Türchen ist auf. Ich speichere mal eben ganz schnell. Und weiter geht's. Ach du Schande. Nein, was ist das, ein Soldat? Und ich darf dem Soldat nicht in die Hände fallen, ne? Der gerade auf dem Weg zu mir ist. Boah, ich hasse diese Verfolgungsjagdspielchen. Bin ich ja ganz schlecht drin. Wenn ich auf einen treffe, muss ich wahrscheinlich dann, Scheiße. Der kommt direkt auf mich zu. Jetzt muss ich nur warten, in welche Richtung der geht. Na, in welche Richtung gehst du? Nach oben.
Kanzler, dann lasse ich ihn erstmal ein bisschen nach oben gehen. Bevor ich dann nach. Sind das Hallen? Kann ich da reingehen? Ich probiere das mal aus. Weil da ist ein Fragezeichen, das verstehe ich jetzt gerade nicht. Tatsächlich, ich kann da reingehen. Hier sind aber überall nur Krabben. Gitter. Was, was ich nicht anklicken kann. Eine Art Lüftungsschacht. Mach mal auf. Roboterteile. Man sollte meinen, Atlantianer wären keine Schmutzfinken. Bronzenes Zahnrad. Das sacken wir doch mal ein, oder? Ups, klar. Kann ich davon irgendwas mitnehmen? Wahrscheinlich nicht, ne? Warum? Das ist eine gute Frage. Hier ist doch sowieso nur Müll. Okay, aber ein Zahnrad habe ich eingesackt und hier ist eine Tür. Gekommen. Okay, und da bin ich auch schon drin gewesen. Nee, oh, was ist das denn? Das macht, glaube ich, nur Licht, wa? Ja, wahrscheinlich. Flutsche ich da auch noch mal rein? Okay. Ah, da ist eine Wächterstatue. Kann ich der vielleicht nicht einfach so ein Orichalkum verabreichen? Ach! Oh! Matsch, matsch, matsch! Töt, töt! Oh, kaputt geh! Also, gute Qualität ist das nicht. Kann ich das öffnen? Öffne. Es gibt nicht nach. Okay. Hallo? Ja, dann geh doch mal zurück. Hä? Geh zurück. Wie komme ich denn hier wieder weg? Ich stecke fest. Drücke Lüftungsschacht. Ziehe Lüftungsschacht. Ich habe jetzt auch keine Orichalkumperlen mehr. Ich klicke hier mal ein bisschen wild durch die Gegend. Das ist schlecht. Ich komme hier nicht raus. Vielleicht muss ich hier auch nicht mal rauskommen. Zauberstab vielleicht? Nein. Ich komme nicht mehr weg. Ich will ja nicht sagen, aber ich komme nicht mehr weg. Ja, ich glaube, ich... jetzt ging's. Weiß nicht, wo ich hingeklickt habe, aber es hat funktioniert. So, jetzt hoffe ich nicht, dass ich irgendeinem Typen in die Hände falle, der genau auf mich zusteuert. So, dann speichere ich hier nochmal ab und beende diesen Part für heute. Ich hoffe, ihr hattet wieder ein bisschen Spaß. Gerade wird es ja doch etwas spannend und interessant. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auch bei den nächsten Parts wieder dabei wärt.